ein Jahrzehnt Romy Haag, Gesichter eines Shows. Immer jünger. Ein Jahrzehnt Romy Haag, Gesichter eines Showstars. Immer viel Glitter und Glamour. Mal als Nachtclub-Tänzerin und Vamp in der eigenen Diskothek, mal als Rockstar. Jetzt als Chanteuse der 90er Jahre, die Greta Garbo der Subkultur. 2 Jahre hat man nichts von Romy Haag gehört, Vorbereitungszeit für das neue Programm, na endlich. Sogar die Schaufensterpuppen im Kudamm-Karree sehen ein bisschen aus wie Romy Haag. Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich immer was Neues anfange und immer den Versuch habe, was Neues zu machen und der Lust dazu haben. Nach Zirkus, Jetset und Nachtclubs, geht man da immer noch mit genügend Lust auf die Bühne? Es macht immer Spaß, aber es macht einen Spaß, immer wieder was Neues zu machen. So, was wir jetzt machen in dieser Na-Endlich-Geschichte, ist eigentlich, das spiele ich eigentlich an die Söse der 90er Jahre, die ziemlich hysterisch trotzdem ist. Nicht? Noch wird geprobt, bis kurz vor der Premiere. Ein Keyboarder mit viel Elektronik sorgt für die musikalische Basis. Gesungen wird in Englisch, Französisch und Deutsch. Welches ist eigentlich Ihre Muttersprache? Ich bin selbst holländischer Abstammung, aber ich bin schon so lange in Wien. Und das sagen, wenn ich was Neues anfange, ist es auch immer in Berlin. Und deswegen ist es diesmal auch wieder in Berlin. Ganz neue Sache. Ich weiß, man fragt eine Dame nicht nach ihrem Alter, trotzdem an dieser Stelle. Wie alt ist sie? Ruhig fragen, ich bin 37. Wer neugierig geworden ist, ab heute erwartet sie Romy Haag um 23 Uhr im Theater am Kurfürstendamm. Und auf dem Schluss sollte dann eigentlich nein.